Eine Frage, die mir von der Community wirklich sehr, sehr häufig gestellt wird, ist, was kann ich jetzt konkret üben? Wie kann eine Überroutine aussehen? Was sollte ich wirklich jeden Tag üben? Wie kann ich mein Üben strukturieren? Also, let's go. Schauen wir uns doch mal an, was in eine Überroutine gehört, was eine gute Überroutine ausmacht, damit du es schaffen kannst, möglichst schnell mit Leichtigkeit Klarinette zu spielen. Erstmal ist wichtig zu verstehen, was denn überhaupt so die typischen Fehler sind, die bei den meisten auftauchen, wenn es um das Thema Üben geht. Also, ein häufiger Fehler, den ich wirklich, wirklich sehr oft sehe, ist, dass einfach losgespielt wird, dass direkt mit den Stücken angefangen wird und dass in der Überroutine einfach schon das Skilltraining fehlt, dass dein Warm-up fehlt und somit an den Stücken quasi erstmal so reingekommen wird. Und was ist das Problem dabei? Naja, also wenn du dich nicht zum Beispiel nicht wirklich vorbereitest auf dein Üben, mental wie auch körperlich, dann führt das dazu, dass du dein restliches Üben die ganze Zeit verkrampft spielst, direkt mit dem Fokus auf, ich muss das direkt richtig spielen, weil du das halt direkt an den Stücken machst. Und wenn du aber erstmal etwas hast, womit du wirklich hier reinkommen kannst, dann ist es viel, viel leichter, dann auch die Stücke zu üben. Und es ist viel, viel leichter, dann auch mit guten Gewohnheiten zu üben, wenn du diese auch erstmal wach machst. Deswegen ist es zum Beispiel wichtig, dass wir ein Warm-up drin haben. Aber auch wenn du nur Stücke übst, dann ist es so, dass ja, jedes Stück hat so seine eigenen Skills, die man dafür braucht, aber eben braucht man nicht alle in jedem Stück. Zum Beispiel, wenn du ein lyrisches Stück spielst, dann brauchst du keine schnellen Finger oder sowas. Das heißt, während du dieses Stück übst, übst du nie auch deine Finger zu trainieren und dadurch bleibt dieser Skill einfach liegen. Oder wenn du ein Stück spielst, wo viel Legato drin ist, dann übst du nie wirklich auch mal angestoßen. Und auch dann liegt dieser Skill brach und wird nicht trainiert. Und wenn du dann mal ein Stück auspackst, wo du das brauchst, dann musst du quasi von null anfangen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass nicht nur Stücke dein Üben ausmachen und dass du nicht immer nur spielst, sondern dass du auch wirklich einen klaren Plan hast, was eigentlich in ein tägliches Üben gehört, was du wirklich verbessern möchtest. Und was ich auch noch sehe, ist, dass viele einfach nur in ihrer Komfortzone üben, dass sie also nicht ihre Schwächen angehen und die wirklich mal sagen, okay, ich habe hier an diesem Aspekt ein Problem und dass man dafür dann speziell noch Übungen einbaut, die man einfach täglich macht, bis diese Schwäche aufgelöst ist. Auch das ist etwas, was ich tatsächlich sehr, sehr häufig sehe. Es wird halt einfach nur gespielt und meistens das, was man gut kann, weil das fühlt sich ja auch gut an, wenn man etwas kann. Ja, in deiner Überroutine sollten auch Dinge vorkommen, die du schon kannst. Zum Beispiel, wenn du ein Warm-up machst und dass du dann nicht direkt startest mit den Dingen, die eigentlich noch zu schwer sind. Und aber sie sollten auch Anteile in sich haben, die du eben noch nicht kannst, die dir schwer fallen, wo du wirklich auch an deinen Schwächen arbeiten kannst. Also fassen wir einfach noch mal kurz zusammen, warum ist eigentlich eine Überroutine wichtig? Eine Überroutine hilft dir, dass du einfach schon weißt, was du zu tun hast, dass du nicht lange überlegen musst, was du jetzt übst, sondern direkt losstarten kannst. Eine Überroutine hilft dir, in den Flow zu kommen, wodurch du dann auch mehr Leistungsfähigkeit beim Üben hast. Eine Überroutine hilft dir, dass du wach bist für die guten Gewohnheiten und diese dann auch leichter an Stücken anwenden kannst. Eine Überroutine ist der perfekte Ort, um quasi deine Skills zu trainieren, selbst wenn du sie gerade nicht für die aktuellen Stücke brauchst. Eine Überroutine hilft dir auch, deine Schwächen wirklich konkret anzugehen. Und eine Überroutine gibt dir natürlich ganz fantastische Struktur. Das heißt, du wirst dich nicht mehr verloren fühlen. Und es ist egal, ob du einen guten Tag oder einen schlechten Tag hast, du wirst immer gut ins Spielen reinkommen. Und das sind die Vorteile einer Überroutine. Lass uns also jetzt einmal ganz genau schauen, was gehört denn jetzt in eine gute Überroutine rein und was macht denn jetzt eine gute Überroutine aus? Der erste Punkt, der richtig, richtig wichtig ist für eine gute Routine, ist, dass sie alle Skills abdeckt, die du auch für all die Stücke, die du spielen möchtest oder mal spielen können möchtest, trainiert. Das heißt,
Die Überroutine ist ein Skilltraining und sollte dann natürlich jeden Aspekt des Klarinettenspiels, des Handwerks abdecken. Sprich sowas wie Atemtechnik, Stütze, Luftführung, Luftflexibilität, Geläufigkeit, Fingertechnik, Zungentechnik, Intonation, dein Ansatz und eben auch sowas wie einen ökonomischen Körpereinsatz. Und ja, auch Wahrnehmungsschulung gehört in eine sehr gute Übungsroutine mit rein. Denn je mehr du dich selber wahrnehmen kannst und je mehr du dich selber spüren kannst, desto besser kannst du reflektieren, desto besser kannst du deinen Körper beeinflussen und ihn so einsetzen, wie es für dich und dein Spiel gut ist. Und je mehr kannst du auch musikalisch spielen. Dann sollte natürlich auch ein großer Teil deines Übens auch Musikverständnis und Musikalität an sich ausmachen. Das heißt, es bringt nicht einfach nur Fingergymnastik zu machen und top trainiert zu sein, sondern wir müssen auch ganz konkret die Musikalität schulen und diese Fähigkeit zu gestalten auch trainieren. Auch das muss in eine gute Übungsroutine rein. Neben dem Skilltraining ist es natürlich auch super, super wichtig, dass du gezielt auf deine Schwächen eingehst, also auch konkrete Übungen einbaust in deine Übungsroutine, die deine persönlichen Schwächen angehst. Dieser Part ist sehr, sehr individuell, denn jeder hat an einem anderen Punkt Schwachstellen. Und diese Schwachstellen dürfen ruhig auch ein bisschen mehr Raum in deiner täglichen Übungsroutine einnehmen. Denn genau diese Themen sind es ja auch, die dich davon hindern, mit Leichtigkeit Stücke zu spielen und einfach ungehemmt einfach die Stücke zu spielen, ohne dass du ständig immer wieder an der gleichen Stelle hakst. Deswegen ist es wichtig, dass du auch ganz konkret deine Schwächen angehst in einer Übungsroutine. Das Ziel also von so einer Übungsroutine ist, dass du die Klarinette zu einem Teil von dir machst. Also, dass sie dich nicht durch, dass es total anstrengend ist zu spielen oder durch irgendwelche technischen Probleme bremst, wirklich Musik zu machen, ins Spielen zu kommen, dich frei zu fühlen, dich ausdrücken zu können. Das ist das Ziel einer guten Übungsroutine und von einem guten Skilltraining. Außerdem ist es ganz wichtig, dass deine Übungsroutine nicht nur technisch dich verbessert, sondern auch musikalisch verbessert. Das heißt, dass du ein Gefühl für Musik entwickelst. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Ziel von einer guten Übungsroutine. Denn wofür machen wir das Ganze? Wir machen das, um uns auszudrücken, um Musik zu machen. Und dazu gehört, dass du deine Wahrnehmung für Musik steigerst, dass du wirklich weißt, wie man in verschiedenen Stilistiken spielt, denn ein Brahms wird nicht genauso wie ein Mozart gespielt und Klezmer wird nicht genauso wie Klassik gespielt. Und dass du einfach da schon weißt und dass du ein Verständnis für Musik entwickelst. Also verstehst, okay, wie funktioniert Phrasierung, wo muss ich hinspielen und so weiter. Das ist auch eines der Ziele von einer guten Übungsroutine. Und was auch noch ganz wichtig ist, ist, dass die Übungsroutine auch ganz klar auf deine persönlichen Ziele einzahlt und wirklich Schritt für Schritt auf deine Ziele hinarbeitet. Denn dir bringt keine Übungsroutine etwas, die eigentlich nichts davon beinhaltet, was dich wirklich in deinen persönlichen Wünschen weiterbringt. So, jetzt hast du einen kleinen Überblick, was eigentlich in eine Übungsroutine reingehört und was eigentlich das Ziel ist und was dabei wichtig ist. Schauen wir uns aber jetzt trotzdem einmal nochmal ganz genau jeden einzelnen Punkt ein, damit du wirklich eine Vorstellung hast, was ich denn damit jetzt konkret meine. Ein Aspekt, der wirklich fast von allen vernachlässigt wird und in fast keiner Übungsroutine Raum findet und trotzdem unglaublich wichtig sind und dir unglaublich viel Zeit sparen in deinem Üben, das sind Körperübungen. Körperübungen sollen zum einen deine Wahrnehmung erstmal wach machen, denn du weißt, Wahrnehmung ist sehr, sehr wichtig, um mit guten Gewohnheiten Klarinette zu spielen, um dich reflektieren zu können, um einfach auch schneller voranzukommen. Aber es ist auch wichtig, dass du deinen Körper vorbereitest. Also nicht nur Wahrnehmungsschulung ist der wichtige Aspekt, sondern auch das Wachmachen des Körpers, damit du, sobald du mit der Klarinette spielst, wirklich on point spielst. Und genau das ist nämlich das, was dir super viel Zeit beim Klarinetteüben spart.
Denn wenn du direkt on point startest mit dem Klarinette spielen und nicht erstmal eine halbe Stunde deinen Ton suchen musst und erstmal noch den Arbeitsalltag abschütteln musst beim Klarinette spielen, dann wirst du direkt mit guten Gewohnheiten loslegen. Und das wiederum wird dazu führen, dass du viel schneller tolle Erfolge auf der Klarinette hast und dann mit viel mehr Freude auch ja, schwierigere Sachen angehen kannst, weil dein Körper einfach gut vorbereitet ist und du dann nicht direkt mit Frust anfängst und mit, oh, es klingt nicht so gut und mit, ah, es fühlt sich nicht so gut an und irgendwie kriege ich es heute nicht hin, dass es leicht geht. Ja, diese ganzen Hü-Hott-Geschichten, dass es mal klappt und mal nicht, liegt einfach nur daran, wie du dich auf dein Üben vorbereitest. Und hier kommen Körperübungen ins Spiel. Was könnten jetzt also Körperübungen sein, die dich wirklich unterstützen? Zum einen Körperübungen, die deinen Körper einfach mal wach machen. Sowas wie Abreiben ist zum Beispiel eine ganz einfache Übung, um deinen Körper wach zu machen. Also einfach die Hände reiben, die Arme reiben, den Körper reiben, alles einfach mal abreiben. Und danach wirklich spüren, wie viel wacher sich dein Körper anfühlt. Das ist zum Beispiel eine ganz simple Übung, um deine Wahrnehmung erstmal wach zu machen. Dann kannst du Übungen einbauen, wo du spüren kannst, wie fühlt sich mein Körper in den verschiedenen Spannungszuständen an. Ja, wie fühlt sich ein Körper an, der durchlässig und frei ist? Wie fühlt sich ein Körper an, den ich festhalte? Wenn du das wach machst, wirst du auch garantiert viel schneller bemerken, wenn du bei einer Stelle plötzlich festhältst, weil dein Körper und dein Nervensystem schon wach dafür ist. Genauso kannst du auch Übungen einbauen, die deine Atmung wach machen, die wirklich auf die Atemtechnik gehen, wo du wirklich spürst, wie fühlt sich eine gute Einatmung an. Und dann wirst du garantiert auch viel leichter schon direkt mit einer guten Atemtechnik loslegen und nicht Klarinette, oh Gott, Hochatmung. Nein, mach Atemübungen. Genauso gut kannst du auch Übungen machen, um deine Stütze wach zu machen. Das ist etwas, was ich meinen Kursteilnehmern wirklich immer als tägliche Übung empfehle, dass sie wirklich erstmal wirklich sich die 2 Sekunden, die 3 Sekunden Zeit nehmen, kurz mal die Stütze zu spüren und wirklich dieses freie Gefühl zu spüren. Denn Stütze bedeutet nicht, dass du fest wirst und dass du drückst und so weiter oder gegen dein Instrument ankämpfst und dich quälst, um Töne rauszubekommen, sondern das ist ein ganz freies Gefühl. Und solche Sachen kannst du wirklich schon, bevor du überhaupt die Klarinette anfasst, wach machen, um dann wirklich in den nächsten Übungen on point beim Klarinette spielen zu sein und eben nicht mehr Stunden zu brauchen, um auf deinem Instrument anzukommen. Und ich sag dir, diese Körperübungen nehmen vielleicht 5 Minuten deiner Übezeit ein, sparen dir aber wirklich Stunden von Übezeit und führen dazu, dass du viel schneller lernst und viel schneller vorankommst und auch direkt in den Flow kommst und jede Übesession wirklich zu einem Wohlfühlort wird. Deswegen mach immer Körperübungen. Der nächste Punkt, der wirklich immer auch Raum in deinem Üben einnehmen sollte, ist das Thema Geläufigkeit. Was bedeutet Geläufigkeit? Also Geläufigkeit ist nicht Fingerschnelligkeit oder so, kann auch das bedeuten, aber bei Geläufigkeit geht es vor allem darum, dass dir die Pattern und die Muster, die in jedem Stück vorkommen, einfach schon bekannt sind. Dass du nicht mehr erstmal umständlich die Noten lesen musst, um zu wissen, was da steht, sondern du siehst ein Muster, du erkennst es und kannst es direkt spielen. Vielleicht noch nicht in schnell, aber du weißt schon, wie das funktioniert auf deiner Klarinette. Stück kannst du zum Beispiel sehen, dass hier die G-Moll-Tonleiter sehr, sehr häufig benutzt wird. Also Tonleitern, es sind zum Beispiel ein Pattern, das sehr, sehr häufig vorkommt. Und bei Moll ist es so, dass wir oft melodisch oder harmonisch haben. Und wenn du jetzt zum Beispiel die G-Moll-Tonleiter kannst, dann findest du dieses Stück einfach schon von den Tönen her gar nicht so schwierig. Denn wenn du die G-Moll-Tonleiter kannst, dann kannst du dieses Stück, denn letztendlich kommt nur das hier vor.
merkst, also es geht einfach nur bergauf und bergab. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt schon Tonleiter kannst, kannst du sehr, sehr viele Stücke schon einfach relativ schnell vom Blatt spielen, weil du einfach die Tonleiter kannst. So, dann gibt es natürlich noch andere Muster, die auch in Stücken vorkommen. Das sind Terzen, das sind Dreiklänge, das sind bestimmte Sprünge, die immer wieder vorkommen. Und wenn du solche Muster einfach beherrschst, wenn du die kennst, wenn du nicht lange überlegen musst, wenn du Noten siehst, ah, was ist das jetzt hier? Da kommt jetzt ein G, dann kommt ein A, dann kommt ein B, dann ein C, dann ein D und dann ein I und so überlegen musst, sondern nein, deine Finger sind direkt auf G-Moll eingestellt und sie wissen genau, was sie zu tun haben. Das ist Geläufigkeit. Wichtig bei der ganzen Sache ist, dass du bei Geläufigkeitsübungen nicht einfach nur monoton und tausendmal wiederholend und so spielst, sondern dass du wirklich präsent bist beim Üben, dass du spürst, was du machst und dass du auch konkrete Aspekte auch hier mit trainierst. Also, dass du sagst, okay, ich übe zwar Geläufigkeit, aber nicht mit dem Fokus einfach nur auf die Fingertechnik, sondern auch mal mit dem Fokus auf, was macht meine Luft? Ja, wie bewege ich meine Luft? Wie muss die Luft sein in den tiefen Tönen? Wie muss die Luft sein in den hohen Tönen? Zum Beispiel habe ich eine ganz konkrete Struktur, worauf ich wann achte. Also zum Beispiel, wenn ich noch in der tiefen Lage spiele, dann achte ich eher so auf, dass der Ton fließt, dass ich meine Stütze spüre, dass ich wirklich im Kontakt bin. Und achte nicht auf alles auf einmal. Ich achte noch nicht, machen meine Finger jetzt alles perfekt oder so, sondern ich nehme mir einen Aspekt raus. Zum Beispiel, ich möchte jetzt einfach spüren, dass die Luft fließt und dass ich gut einatme und dass die Stütze aktiviert wird. Okay. Wenn dann die hohen Töne zum Beispiel drankommen, also ich habe jetzt gerade nur tief gespielt und wenn ich dann in die höheren Sphären der Klarinette komme, dann spielt auch die Luftgeschwindigkeit eine größere Rolle. Jetzt habe ich die Stütze und den Luftfluss schon etabliert, durch dass ich in den tiefen Tönen erstmal diese Freiheit gesucht habe. Und in den hohen Tönen oder in den Mitteltönen fange ich dann an, auch zu beobachten, wie fühlt sich die Luftgeschwindigkeit an? Wie beeinflusse ich die? Kann ich die Parameter spüren, wo ich das mache? Die Luftgeschwindigkeit ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig, um quasi auch in einer guten Intonation zu sein und halt eben nicht mit Kraft anzufangen, in der Höhe zu spielen. So, natürlich kann man hier dann auch noch ein paar Übungen, um Wahrnehmungsübungen mit einbauen, ja, dass man wirklich spürt, also dass man ein paar Körperübungen noch zwischendrin einbaut, wo man sagt, okay, ich möchte kurz mal meinen Mundraum wach machen. Ich möchte kurz mal nochmal hier wirklich spüren, mache ich das wirklich aus der Stütze oder bin ich wieder ins Drücken reingeraten, dass man das immer wieder zwischendrin auch mal wieder wach macht und zwischendrin mal so ganz kleine Sekunden der Körperübung, um dann mit mehr Leichtigkeit eben die Tonleiter zu spielen oder die Terzen oder die Dreiklänge, was auch immer du dann übst. Genau, und so gehe ich dann vor. Also die Tonleiter nutze ich weniger für, dass ich schnelle Finger habe, sondern eher um all diese Parameter wie Luftführung, Luftfluss, alles rund um Luft eigentlich erstmal zu etablieren. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, das darfst du dir merken, dass du nicht an der falschen Stellschraube zuerst anfängst. Denn wenn du zum Beispiel sagst, ich achte als erstes auf meine Finger, dann ist die Basis, dass du auf die Finger achten kannst, noch gar nicht da, die ist noch nicht wach. Oder wenn du auf den Ansatz als erstes achtest, dann fehlt erstmal die Basis. Es gibt eine bestimmte Reihenfolge, in der du immer quasi deine Themen wach machen darfst. Und die fängt immer mit der Luft an. Deswegen, meine Geläufigkeitsübungen sind auch meine Luftführungs- und Lufttechnikübungen. Da übe ich alles wach zu machen, die Stütze, die Atemtechnik, die Luft fließen zu lassen, die Luftform und so weiter. Da achte ich dann rotierend, natürlich nicht alles auf einmal, auf die verschiedenen Aspekte. Und erst wenn ich das dann wach gemacht habe, dann kann ich weitergehen, auf meinen Ansatz achten, auf meine Finger achten, auf meine Zunge achten. Das führt uns auch schon zum nächsten Punkt, denn jetzt ist der perfekte Zeitpunkt,
um die Finger zu trainieren und spezielle Übungen einzubauen, die wirklich die Finger trainieren. Hier liebe ich es, Fingerübungen zu machen. Zum einen Fingerübungen, die das Gefühl, trainieren, wie es sich anfühlt, im Schnellen zu spielen, im Gegensatz zu im Langsamen zu spielen. Denn es ist so, dass wenn du schnell spielst, brauchst du eine andere Bewegungsqualität. Langsam spielen oder das Spielgefühl im Langsamen ist nicht das gleiche wie das Spielgefühl im Schnellen. Du brauchst eine andere Muskelaktivierung, du brauchst eine andere Muskelspannung. Und genau das ist das, was ich als allererstes trainiere, dass ich wirklich spüre, wie fühlen sich die verschiedenen Bewegungsqualitäten an. Und dafür baue ich konkrete Fingerübungen ein. Dann ein weiterer Punkt ist, sich eine Technik anzutrainieren, die wirklich effizient ist und dir wirklich ein Beitrag ist, wenn du schnell spielst. Denn die meisten machen den Fehler, dass sie im Langsamen irgendwie spielen und dann dieses irgendwie einfach versuchen, mit dem Metronom Klick für Klick einfach hochzuüben, um dann irgendwann schnell zu spielen. Aber wenn du jetzt einfach nur die Gewohnheiten dessen, die im Langsamen klappen, einfach nur hochübst, dann wirst du immer an diese unsichtbare Grenze gelangen, wo du nicht drüber hinwegkommst. Das Ziel also dieser ganzen Fingerübung, die wir hier in diesem speziellen kleinen Raum einbauen, ist also, dass du erstens die verschiedenen Bewegungsqualitäten übst und aber auch wirklich die Gewohnheiten übst, die du für die Schnelligkeit brauchst. Ich habe schon einige Videos zum Thema Fingergeschwindigkeit und Fingerschnelligkeit trainieren gemacht. Die werde ich auch in der Infobox einfach unter dem Video verlinken, sodass du dann nach diesem Video einfach das nächste Video angucken kannst. Der nächste Aspekt, der auch sehr, sehr wichtig ist, im Übeplan zu haben, ist die Zungentechnik. Auch hier gilt es, dass du je nachdem, was für ein Ziel du hast, auch entsprechende Übungen auswählst. Willst du zum Beispiel die Flexibilität zwischen den verschiedenen Artikulationen trainieren, dann solltest du auch Übungen haben, die das eben angehen, ne? Zum Beispiel, wenn ich schnell wechseln können möchte zwischen Legato und Angestoßen oder zwischen breit und kurz, dann brauchst du natürlich auch entsprechend Übungen, die das trainieren. Und solche Übungen solltest du dann in deinem Übeplan haben. Wenn du jetzt aber das Ziel hast, eine schnelle Zunge zu haben, also zum Beispiel diese wahnsinnig schnellen Staccato-Stellen zu meistern, ja, dann brauchst du andere Übungen als zum Beispiel, wenn du eine flexible und gut koordinierte Zunge haben willst. Natürlich muss auch im Schnellen die Zunge koordiniert sein. Das ist einfach wichtig, dass sie mit den Fingern zum Beispiel koordiniert ist. Da gibt es dann zum Beispiel Übungen, die du machen kannst, um Finger- und Zungenkoordination zu trainieren. Aber es gibt auch Übungen, die wirklich die Bewegungsqualität und den Spannungszustand der Zunge trainieren, damit du wirklich auch diesen Part für die Schnelligkeit trainieren kannst. Oder wenn du jetzt zum Beispiel also das Staccato üben willst, also dass die Töne wirklich ganz kurz sind, auch dafür brauchst du eine schnelle Zunge und da brauchst du dann wiederum auch andere Übungen, die in diesem Maße die Schnelligkeit trainieren. Das heißt, für jedes Ziel, was du hast, brauchst du andere Übungen und auch einen anderen Fokus bei diesen Übungen. Und da würde ich dann halt einfach überlegen, was sind deine persönlichen Ziele? Und zu diesen persönlichen Zielen hast du dann halt eben ein paar Übungen für die Zunge drin. Wichtig ist aber auch hier, die Voraussetzung ist, dass du eine gute Luftführung und eine gute Stütze hast. Denn ohne Luft keinen Ton. Und wenn die Töne nicht richtig ansprechen, weil du jetzt nicht gut stützt, weil du jetzt nicht mit guten Luftgewohnheiten spielst, dann brauchst du auch das Staccato nicht zu trainieren, denn deine schnelle Zunge bringt dir nichts, wenn die Töne nicht rauskommen. So, das heißt, alles, was davor ist, ist die Basis, dass du die Luft fließen lässt, dass du spürst, wie fühlt sich deine Stütze an. Und erst dann macht es Sinn, wenn du zum Beispiel jetzt Zungenübungen erstmal auslässt und dich wirklich auf deine Luft eine Weile konzentrierst, wirst du automatisch auch besser mit dem Staccato, obwohl du Staccato gar nicht geübt hast.
Die Luft ist also das Allerwichtigste. Das möchte ich hier an dieser Stelle noch einmal betonen. Erst die Luft, dann der Ansatz, dann die Finger, dann die Zunge. Und in dieser Reihenfolge gestalte ich auch gerne meine Überroutine, denn dann habe ich schon meine Luft wach gemacht. Dann habe ich schon mich um meinen Ansatz gekümmert, dass der gut sitzt. Dann habe ich schon mich um meine Finger gekümmert, dass die gut koordiniert sind. Und dann macht es Sinn, auch die Zunge zu trainieren. So, der nächste Punkt ist die Luftflexibilität. Du musst fähig sein, um richtig musikalisch spielen zu können, von jetzt auf gleich von laut zu leise zu wechseln oder die Luft einfach zu bewegen, mit ihr zu gestalten, die Luft zu führen, ihr eine Richtung zu geben. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, also wenn du die Zungenübung weglässt, ist es nicht schlimm. Aber Luftflexibilitätsübungen sollten vielleicht doch ein paar immer mit drinne sein, denn sie schulen auf allen Ebenen. Sie schulen deine Luftkontrolle, sie schulen, dass du musikalisch spielen kannst, dass du mit Ausdruck spielen kannst. Sie schulen auch deine Wahrnehmung für die Gestaltungsmöglichkeiten in der Musik gleich mit. Das ist ganz fantastisch. Und sie führen dazu, dass du noch besser in verschiedenen Aspekten deines Klarinettenspiels bist. Was kannst du jetzt hier aber konkret trainieren? Also zum Beispiel kannst du allmähliche Luftveränderungen trainieren. Also allmählich leiser werden, allmählich laut werden. Das kannst du an einzelnen Tönen trainieren, das kannst du an ganz vielen Tönen auf einmal trainieren. Das bleibt dir überlassen, wie du das für dich gestaltest und auch wie du dir den Schwierigkeitsgrad gestaltest. Dann kannst du plötzliche Tonveränderungen, also Luftveränderungen üben. Zum Beispiel von ganz laut zu subito piano oder von subito piano, also von piano zu ganz laut. Ja? Dass du das auch ganz bewusst trainierst, dass du das wirklich hinbekommst. Denn das ist sehr, sehr wichtig, auch für viele Stücke natürlich. Wenn du jetzt mal Beethoven denkst, dann der macht das ganz gerne in seine Stücke, dass dann von jetzt auf gleich von Piano auf Forte geht, um da einen großen Kontrast zu schaffen. Das ist einfach ein wichtiges Stilmittel in der Musik, das immer wieder vorkommt, aber auch für Akzente. Und auch das solltest du üben. Welche verschiedenen Akzentarten gibt es? Ja, da kannst du dann auch kleine Übungen einbauen, dass du dann wirklich diese verschiedenen Arten zu akzentuieren. Da gibt es zum Beispiel diese Art von da oder da. Das sind verschiedene Akzente. Ja, und da kannst du einfach ein bisschen experimentieren, auch mit deiner Luft. Und eine Übung, die ich sehr, sehr liebe, ist einfach Geräusche, die es im Alltag gibt. Wie zum Beispiel ein Autohupen, eine Glocke, ein Auto fährt an oder sowas. Sich mal zu überlegen, wie die Tonverläufe aussehen und diese dann auf die Klarinette zu übertragen. So als kleine spielerische Übung. Genau, also Luftflexibilität im Sinne von Dynamikübungen sind sehr, sehr wichtig und würde ich auch jedem empfehlen, immer in seiner Überroutine zu haben. Denn wenn du fähig bist, deine Luft zu kontrollieren, ihr eine Richtung zu geben, dann kannst du auch voller Ausdruck Klarinette spielen. Natürlich gilt auch hier, die Luft zu bewegen, hat nichts mit Spannung zu tun. Ja? Die Luft zu bewegen ist auch etwas, was sich ganz frei anfühlt. Und hier ist es ganz wichtig, dass du schon weißt, was Stütze ist. Denn wenn du Stütze noch nicht verstanden hast und die Luft rausdrückst oder die Luft in die Klarinette drückst oder dich auf den Widerstand der Klarinette draufsetzt und selber nicht wirklich aktiv spielst, dann ist es sehr, sehr schwierig, die Luft zu gestalten, Forte zu spielen, Piano zu spielen und all diese Qualitäten zu meistern. Deswegen kümmere dich immer um das Fundament, um die wichtigen Aspekte. Die sollten immer drin sein und die sollten immer die Grundvoraussetzung für das On Top sein. So, wenn du diese Aspekte jetzt trainiert hast, dann ist es Zeit, an die Stücke zu gehen. Und
Nutze Stücke dazu, um dein Musikverständnis zu trainieren, um zu verstehen, wo sind die Strukturen, was gehört zusammen, wo sind die Phrasen, wo sind Zieltöne, welche Töne haben welche Wirkung. Übe nicht einfach nur monoton und auf Finger fokussiert, sondern hier hast du den Raum, wirklich einfach mal zu spüren, was macht die Musik mit mir, was für einen Charakter kann ich da reinbringen. Baue hier Experimente und Vergleiche ein. Üb eine Stelle nicht immer gleich, sondern überleg dir 5 Variationen von einer Stelle und sammel so Erfahrung. Was passiert, wenn ich so mache? Welche Wirkung hat das auf die Musik? Und das sollte der Punkt sein, wo du einfach durch die Stückauswahl verschiedene Stilistiken übst. Also wirklich auch bewusst sagst: Okay, jetzt übe ich Brahms, jetzt übe ich Mozart. Jetzt übe ich Tschaikowski, jetzt übe ich Strauss, jetzt übe ich Bach, dass du dann durch die Stückauswahl einfach schon verschiedene Stilistiken und Charaktere hast. Oder such dir Charakterstücke aus, die einfach, die einfach einen bestimmten Charakter, ein bestimmtes Gefühl haben, dass du das trainieren kannst. Denn an Stücken kannst du ganz wunderbar die Flexibilität der verschiedenen Charaktere, der verschiedenen Stilistiken, Spielweisen trainieren. Das wird dir kein Grundlagentraining ermöglichen können. Du wirst nicht, wenn du Tonleiter übst, die verschiedenen Charaktere meistern können. Denn diese findest du in Musik. Und da kannst du das mit Hilfe von Etüden machen. Du kannst die Stückauswahl entsprechend auswählen, je nachdem, was jetzt gerade deine Ziele sind. So, wie du siehst, ist es wichtig, wirklich beide Aspekte in deinem Üben zu haben. Einmal das Skilltraining, einmal das Stücke. Es bringt dir nichts, einfach nur ein Stück nach dem anderen zu spielen und hoffen, dass du irgendwann richtig gut auf der Klarinette bist. Aber es hilft dir auch nicht, einfach immer nur Skilltraining zu machen. Denn beides gehört in eine gute Überroutine und sollte immer Part einer guten Überroutine sein. Ja, wenn du jetzt so eine Überroutine aufbaust und integrierst in dein Üben, dann bist du schon den meisten weit voraus. Wirklich, die meisten Klarinettisten haben keine Überroutine. Ja, außer sie sind wirklich Profis, die haben eine Überroutine, aber die meisten fangen an mit ihren Orchesterstücken und so weiter. Das heißt, allein schon, wenn du eine Überroutine hast, verspreche ich dir, dass du schon viel weiter kommst als die meisten anderen. Trotzdem bringt eine Überroutine erst dann wirklich richtig gute Ergebnisse, wenn du mit wirklich exzellenten Gewohnheiten übst. Und wenn du wirklich weißt, worauf es ankommt, welche Stellschrauben es gibt beim Klarinettespielen und was wirklich die Gewohnheiten sind, die dir Leichtigkeit in dein Spiel bringen. Denn wenn du jetzt die Geläufigkeitsübung, also Tonleiter, spielst und da total verkrampft bist, dann bringt dir das nicht viel. Dann bringt dir das, ja, deine Finger wissen zwar, was sie zu tun haben, aber du hast dir eine Spielgewohnheit angewöhnt, die von Anstrengung geprägt ist. Und das bringt dir nichts. Oder wenn du Fingerübungen machst zum Beispiel und dann immer die Finger wegreißt und nicht weißt, worauf es bei der Fingertechnik ankommt oder wie sich die Fingerbewegungsqualität anfühlt, wenn du schnell spielst, ja, dann bringen dir die Fingerübungen nichts. Dann ist das einfach nur ein Üben auf Hoffnung. Ich mache jetzt die Fingerübung und dann wird das schon irgendwann. Nein, die Leichtigkeit stellt sich nicht von selbst ein, außer du findest zufälligerweise das Gefühl der Leichtigkeit und behältst es dir bei und hast es überall dabei. Das Gefühl der Leichtigkeit beim Klarinettespielen entsteht dadurch, dass du weißt, welche Stellschrauben zur Leichtigkeit führen und diese dann bewusst einübst an allem, was du in deiner Überroutine übst. Denn unser oberstes Ziel ist wirklich, dass du dich gut fühlst auf deinem Instrument, dass es leicht geht und dann kannst du deine Finger trainieren. Ja, aber wenn die Voraussetzung nicht da ist, kommst du nicht besonders weit. So, es ist also super wichtig, dass du genau weißt, was die perfekten und exzellenten Gewohnheiten sind, um mit Leichtigkeit zu spielen, um mit einem guten Spielgefühl zu spielen, um wirklich das zu trainieren, was dich um Welten besser macht. Und genau dabei kann ich dich bestens unterstützen. Ich zeige dir wirklich sehr gerne, worauf du achten musst, um das Beste aus deinem Üben rauszuholen.
Und ich zeige dir auch sehr gerne, was in deinen Übeplan ganz konkret rein muss, damit du wirklich deine Ziele auf lange Sicht gesehen erreichst. Geh dafür jetzt einfach auf meine Website www.kleinettenkurs.de und trage dich direkt für eine Probestunde ein. Den Link dazu findest du wie immer auch in der Beschreibung unter dem Video.